Im Fokus meiner Diplomarbeit steht das Fragment mit der heutigen Inventarnummer Kiste 41.1. Ja, das Besondere an dem Fragment, was ich in meiner Diplomarbeit bearbeite, ist neben der Qualität der Malerei an sich, dass es eben nicht nur Malerei zeigt, sondern vor allen Dingen auch eine plastische Gestaltung, und zwar in Form eines Frauenkörpers, der als Stuck ausgeführt wurde. Und das stellt auch innerhalb des Fundkomplexes aus Virunum tatsächlich eine Besonderheit dar, weil es das einzige, zumindest erhaltene Fragment mit der Größe dieser Gestaltung ist. Und das ist auch ein Fokus in meiner Arbeit, dass ich mich mit der Werktechnik, also sprich auch mit dem Herstellungsprozess dieser Stucktechnik auseinandersetze. Und ja, man kann sehr gut auch nachvollziehen am Fragment, weil diese Stuckgestaltung, die eine Frau darstellt, die eben mit dem Rücken zum Betrachter sich zeigt, ja, wie diese Stuckmasse, weil sie sehr fragmentarisch erhalten ist, auch aufgebaut wurde. Also in den noch frischen Putz kann man sehen, dass da Ritzungen vorgenommen wurden und eben Vertiefungen, um diese Stuckmassen im noch nicht abgebundenen Putz zu verklammern, damit da auch ein besserer Halt ist. Und sehr wahrscheinlich wurde dieser Stuck dann auch in mehreren Schichten aufgetragen und erhielt zum Schluss auch noch eine weiße Fassung, die quasi ja, die Haut auch der Figur darstellt. Und da konnte mithilfe von naturwissenschaftlichen Untersuchungen vor allen Dingen Kalk nachgewiesen werden, was dann sicherlich sowohl einerseits als Bindemittel dieser Schicht dient, genauso wie auch der Stuck sehr wahrscheinlich Kalkstuck ist, was auch sehr typisch für die Antike eine ja, typische Technik ist, die auch von Vitruv schon beschrieben wird. Und ja, diese weiße Schicht ist aber auch ist ein bisschen gelblich, also wahrscheinlich gibt es hier auch eine Ausmischung mit verschiedenen Pigmenten. Genauso wie die grüne Malschicht, aus der ein Gewand gemalt wurde, was diesen Frauenkörper, der als Stuck dargestellt ist, dann noch einmal umhüllt und ja, auch sehr locker um den Körper zu liegen scheint. Das ist auch sehr gut zu erkennen, wie ja, dynamisch da auch diese Gestaltung ausgeführt wurde. Und bei diesem grünen Gewand handelt es sich bei den Pigmenten hauptsächlich um ägyptisch-blau, wie auch was auch an anderen Fragmenten nachgewiesen werden konnte, was auch nochmal den Zusammenhang zeigt, dass es eben durchaus alles auch wirklich zu einem, ja, zu einer Gebäudeausstattung gehört. Genau. Das grüne Gewand zeigt aber auch noch einmal weiße Konturen und Falten, die angedeutet wurden. Also es zeugt eben auch nochmal von der doch sehr hohen Qualität dieser Gestaltung und dieser künstlerischen Ausführung. Eine weitere Besonderheit dieses Fragmentes, warum es eben auch mit als Diplomobjekt ausgewählt wurde, ist, dass es im 19. Jahrhundert, also sehr wahrscheinlich im 19. Jahrhundert, in einem Holzrahmen gefasst wurde und durch Gipsmassen in diesem, in diesem Rahmen gehalten wird. Und ja, für den Plentrahmen wurde das Fragment zunächst gut auf dem Arbeitstisch gepolstert und auch ringsherum, vor allen Dingen auf der Oberfläche der Malerei und des Stucks, dass da eben auch keine ja, mechanische Belastung irgendwie erfolgen kann durch Stöße oder durch zu viel Druck. Weil das Ganze dann mit Schraubzwingen ganz leicht, aber eben so, dass es doch fixiert wurde, eben auf der Arbeitsplatte dann eingespannt wurde, damit ich dann die Schrauben gut herausdrehen konnte. Es hat auch gut funktioniert. Teilweise war eine Art Schmiermittel vonnöten, damit die Schrauben sich besser im Holz gelockert haben. Und dafür wurde das Lösungsmittel Chaisol-T verwendet,
was auch keine Rückstände im Holz hinterlässt, aber dazu führt, dass sich die Schrauben eben im Holz schon ein bisschen ja, lockern können. Der ganze Arbeitsschritt des Öffnens des Blendrahmens dient dazu, dass dann das Fragment in dieser weiteren Holzkiste sozusagen aber erstmal offen liegt mit seinen Bruchkanten, dass man da auch gut einen Einblick hat, ja, wie sind denn eigentlich sozusagen die natürlichen Kanten des Fragments, die sich unter dem Rahmen verbergen. Gibt es da Unterschiede vielleicht? Mitunter ergeben sich dann auch nochmal neue Fragen aus diesen Ergebnissen, sodass dann entschieden wurde, dass auch Proben an Fragmenten entnommen werden durften. Man betrachtet dann unter dem Mikroskop das Objekt und versucht wirklich im kleinsten Millimeterbereich Proben zu entnehmen. Also zum Beispiel welche, die über mehrere Farb- oder auch Putzschichten sich erstrecken, wenn das möglich ist, um die Reihenfolge der oder den Schichtenaufbau des Fragmentes nachvollziehen zu können, später als Querschliff unter dem Mikroskop. Und daran kann man dann auch nochmal nähere Analysen durchführen, zum Beispiel auch unter dem Rasterelektronenmikroskop. Für die Pigmentanalysen eignet sich auch also eine kleine Schabprobe, die dann als sogenanntes Dauerpräparat unter dem Durchlichtmikroskop betrachtet werden kann. Und das dient dann eben dazu, die Form und auch charakteristische Farben dieser Pigmente zu bestimmen, und damit man eben die Bestandteile der Malschichten auch nachvollziehen kann.